Willkommen zurück. Da sind wir wieder. Und wir machen auch gleich weiter. Wir gehen jetzt mal nach unten. So, pack deinen Walkman weg, Alter. Ja, dann geh doch mal da lang. Kinder, als es noch Walkmans gab. Das war ein kleines Gerät, in dem man Audiokassetten mit Magnetband steckte, die es einem dann wiedergegeben hat. Wir sind jetzt zu einer Burg gekommen. Da ist eine große Tür und links ist ein Gargoyle mit einer Glocke. Wie sagte der Räuber Hotzenplotz schon, ich will die Bosch und ich krieg die Bosch. So, dann schauen wir doch mal die Tür an. Eine sehr imposante Tür. Ja, mehr sagt er auch nicht, also halt eine große Burg und eine Holztür mit ganz vielen Nieten dran. Imposant. Dann tu doch mal die Tür öffnen. Da ist kein Griff. So, jetzt haben wir hier die Glocke. Schau an, Glocke. Eine glänzende Metallglocke. Na, dann benutzen wir die Glocke doch mal. Benutze Glocke. Der schubst sie an, nichts passiert. Haben wir nicht einen Knüppel irgendwo eingesammelt? Genau, den benutzen wir jetzt auch nicht. Benutze Knüppel mit Glocke. Schraub, schraub, schraub. Benutze Glocke. Einen Moment bitte. Und von oben kommt ein riesiger Zopf runter und da schlägt ihn erstmal halb. Aha. Und jetzt ist er an seiner Mütze so halb gefangen und latscht jetzt so klein wie eine Ameise durch die Gegend. Aha. Sieht sehr witzig aus. Traurig. Wer hat's nicht ausgemacht? So. Jetzt kommt ein Groß wieder zurück ins Bild. So. Schau an. Ha. Es ist Wasserstoff-Superoxid-Blond. Wie widerlich, wie angewidert er das sagt. Benutze Haar. Jetzt klettert er an dem Haar hoch. Ganz weit hoch und durchs Fenster. Genau. So, da ist das Haar aber nur angebunden. An einem großen Fenster. Und hinter einer. Hinter einer spanischen Wand ist jetzt eine Frau so halb zu sehen. Was zur Hölle willst du? Du bist nicht die böse Hexe. Also, ja, die typische Prinzessin hier halt. Rapunzel. Rapunzel, blondes langes Haar und ein schönes blau-weißes Kleid mit einem spitzen Mütchen auf. Und sie steht aber so zur Hälfte hinter der spanischen Wand noch, dass man die rechte Körperhälfte halt nur sieht. Ich komme, um euch zu befreien, Lady. Ich bin Prinz Charles und begebe dich in meine Arme. Welche böse Hexe soll das sein? Vergebt mir, Schönste. Ich bin eurer nicht wert. Wir kommen mal, um sie zu befreien. Ich komme, um euch zu befreien, Lady. Ihr seid nicht der Erste. Die Hexe hat die anderen gefangen und zu Fleischpastete verarbeitet. Fleischpastete? Würg. Welche Hexe meinen Sie? Ich bin nicht der Erste, aber dafür der Beste. Klingt nicht gut, was Sie über die Hexe erzählen. Fragen wir doch mal, welche Hexe ist jemand? Welche Hexe meinen Sie? Die böse Hexe des Westens. Sie hat mich von meinem Vater als Ferkel entführt. Sie war es, die mir die Schönheit raubte und mich hier gefangen setzte. Bin ich verdammt, bis ans Ende meiner Tage Wolle zu spinnen? Falsches Universum. Ihr seht immer noch zauberhaft aus. Moment mal, sagtet ihr Ferkel? Fürchtet euch nicht, ich werde euch befreien. Frag mal nach dem Ferkel. Moment mal, sagtet ihr Ferkel? Vielleicht erklärt das hier alles. Die kommt weiter vor. Mein Gott. Die andere Körperhälfte sieht aus wie ein Schwein. Jeder macht den gleichen Rapunzelschwein, Fehler. Rapunzelschwein. Und wenn sie mein Gesicht sehen, dann rennen sie alle laut schreiend aus dem Turm. Der einzige Weg, durch den ich von dem Zauber erlöst werden kann, ist ein Kuss aus einer anderen Dimension. Scheint so, als wäre mein Einsatz gefragt. Fürchtet euch nicht, eure Rettung ist hier. Macht euch ran. Sie schnappt ihn sich. Und er kommt. Und macht gleich erstmal einen Zungenkuss. Und er guckt ganz entsetzt. Und sie verwandelt sich in ein Schwein. Aha. Womit habe ich das verdient? Oh Gott. Und das Schwein steckt jetzt erstmal seinen magischen Hut. Tja. Falsch rum. Falsch rum, hä? Ach, spanische Wand, genau.
Ja, ja, spanische Wand, so halb durchsichtig, ne? Genau, schau an, spanische Wand. Eine ganze Ladung Kitschromane und Unterwäsche liegt hier herum. Aha, schau an, Unterwäsche. Schau an, spanische Wand, nee, Unterwäsche geht nicht. Ach, Mist. Ja, mehr kann man hier eigentlich auch nicht machen. Es gibt halt Haar, spanische Wand als Hotspot. Und das war's dann aus. Genau. Und sie als Schweine haben wir weggesteckt. Ja, dann mach dich wieder runter. Benutze Haar. Das wäre doch auch mal ein lustiges Märchen, wo dann die Fortsetzung kommt. Der Prinz klettert hoch und schreibt erstmal schön mit Rapunzel. Quasi Larry als Märchen. Ja. Ich finde die Idee gut. Super. Oder Schneeflittchen und die Gangbang-Zwerge. Da geht doch was. Ja. Steht auch ein Porno-Titel. So, wir gehen jetzt also wieder zurück. Analdin und die wunde Schlampe. So, jetzt, ja, haben wir jetzt war noch einen noch. Weg übrig, nämlich der unten links. Okay. Da gehen wir jetzt auch nochmal schnell hin. Ah, da lässt sich gerade eine Schlange mit Stielaugen runter von einem Baum. Eine Schlange mit Stielaugen? Ja, und verschwindet im Dickicht. Aha. Naja, gut, hinter einer grünen Wiese. Bye bye. So, geht wieder weg. Hier geht's auch nur nach links einmal durch. Das tun wir auch gleich. Renn in den Wald. Der Hut erinnert mich an die Truhe aus intelligentem Birkenbaumholz, die der Marker Windswind in der Scheibenwelt hat. Jetzt sind wir hier bei den Eichhörnchen. Mhm. Warte mal, sind wir hier rechts schon gewesen bei den Eichhörnchen? Ja. Ja, ich glaube ja, da kommen wir nämlich her. Da sind wir damals angelaufen. Ja, genau, das ist die Steinbrücke, die brauchen wir nicht. Ja, dann haben wir so gesehen jetzt alle Hotspots, glaube ich, erkundet. Ja, im Wut. Im Wut. Genau, das heißt, einer fehlt noch. Im Gegensatz zu Gironta ist das wenigstens ein schön belebter Wald. Und nicht nur blaue Kristalle, gelbe Kristalle, rote Blumen, blaue Blumen. So, warte mal. Eigentlich fehlt noch was, aber... Benutze... Karte. So, was haben wir denn jetzt? Genau, wir haben die Kreuzungen, wir haben das Zentrum des Waldes, die Trollbrücke. Wir müssen mal zu den Kreuzungen, weil irgendwie da fehlt mir noch ein Weg. War das nicht der Baumstumpf, an dem wir nicht vorbeikamen? Oder verwechsel ich die Kreuzung? Nee, die Kreuzung ist da, wo wir jetzt gerade herkamen. Dann haben wir wohl einen vergessen, aber genau. Frag nicht welche. Mir fehlt nämlich noch der Drache und der Riese. Der Yeti schlägt der Rübezahl. Dieser Riese? So nach dem Motto, ja. Der Yeti haut die noch einmal. Da waren wir auch schon. Nach unten sind wir auch gegangen. Dann gehen wir noch jemand nach links. So langsam gewinnt das Spiel für mich. Fing schwach an, aber zum Glück inzwischen mit genug Märchenverarsche. Hast du das Wasser? Ich arbeite dran. Das ist der Dorfdepp. Gab es bei dem noch einen anderen Weg? Oder ist das eine Sackgasse? Nee, da gab's keinen anderen Weg. Hm. Ja, dann geh doch mal durch hier, sag. Ist das etwa... Was sagt denn die Karte? Sagt die was, wo wir abbiegen müssen, oder ist die nicht so fein? Warte mal, nee, die sagt, so fein ist sie nicht. Okay, warte mal, wir machen uns mal anders. Benutze Karte. Gehen wir mal zum Zentrum des Waldes. Also wieder ein Spiel, wo man Kästchenpapier gebraucht hätte. Ja. Um die Verbindung der Räume zu kontrollieren und wo man vielleicht noch nicht war. Krasse Scheiße. So, jetzt gehen wir mal da lang. Nein, dann geht doch mal da durch. Bei der Zwergenhöhle nach rechts. Ja, ja, ich glaube schon. Ja, hier ist ja nur der Höhleneingang. Und dahinter kam ja dieses Gefängnis, das noch von innen aufging oder so, ne? Ja, da war doch jetzt nur noch dann der Sumpf. Oder bilde ich mir das ein?
Keine Ahnung, aber irgendwo werden wir schon was vergessen haben. Hm. Vielleicht im Zoom? Ja, mehr gibt's ja hier nicht. Hier ist doch nur noch der Sumpf. Na. Na dann? Oh, kommen wir hier weiter? Ah, man kann quasi über den Sumpf latschen. Haha. Genau, und jetzt ist hier nämlich noch eine Höhle, da kommt nämlich Schnee raus. Und da müssen wir nämlich noch durch, da sind dann... Aus der Höhle. Ja, ja, das ist noch ein... Also, der Sumpf, ne? Aha. Am anderen Ende des Sumpfes ist quasi nochmal so eine Höhle, durch die wir kommen. Und da liegt so ein bisschen Schnee auf dem Boden und ein paar... Eiszapfen hängen von der Decke. Das ist ein meteorologisch eher ungewöhnliches Phänomen, aber okay. So, jetzt sind wir durchgegangen und sind in einer Schneelandschaft. Hier steht eine grausame Statue, die schauen wir uns mal an. Also einfach nur verschneiter Wald. Ach so. Die Statue eines extrem hässlichen Barbaren. Ja, könnte Genghis Khan sein, so wie er aussieht. Na, ein Barbar halt. So, da hinten ist noch eine Figur von einem, sieht aus wie ein Zauberer. Eine solide Steinstatue eines Zauberers. Mhm. Genau, so, hier kommen wir weiter nach rechts. Jetzt sind wir nicht mehr im Wald, jetzt sind wir halt auf den Steinen, also auf Felsen. Aber halt überall noch Schnee. Auch ganz schön gezeichnet. Jetzt ist da der Riese und schnarcht sich eins. So. Den schnarchenden Riesen erinnere ich mich. Das habe ich mal in einem Podcast erwähnt. Stimmt. Genau, also... Hier ist eine Klippe. An der Klippe steht ein großer Baum. Wir kommen nicht über die Klippe und links neben dem Baum pennt ein Riese. Ja. Soll ich schon spoilern, das Rätsel, oder noch nicht? Ich glaube, ich mach mal. Riese wecken, der rennt los gegen den Baum. Baum fällt um und wir kommen drüber. Ja, so in etwa. Wir müssen den Riesen kurz erschrecken. Aber das geht leider nicht mit Reden. Ich glaube, ich kann nicht laut genug schreien. Brauchen wir dazu unser Schwein? Nein. Mhm. Aber das Sausaphon. Ach, Sousaphon. Jo. Und eine Posaune ist nochmal was anderes. Schiebt man das so weg von sich oder ist das so ein großer Trichter mit Mundstück? Das legt man sich quasi so einmal um sich rum, das schwängelt sich so um einen rum. Dann ist es wirklich ein Sousaphon. Aha. So, hier auf dem Boden benutzen wir mal den Metalldetektor. Ich bin ein Glückspilz. Ich werde das sehr vorsichtig machen. Hier gibt's nämlich das Myrit oder das andere, wie das auch immer heißt. Myrit. Mithril hat ja jeder bessere Zwerg. Genau. Wenn sie tief und gierig graben. Er fängt an. Mit dem Klopfer hin und her und plötzlich zerrt er sein. Wow, das ist echt starkes Metall. Genau. So, wir kommen da aber nicht ran, weil wir keine Schaufel haben. Genau. Wir sind ja hier nicht in für dick. So, das heißt, um an das Zeug zu kommen, müssen wir jemanden finden, der gut buddeln kann. Dr. Jones, komm, ich mach das Jones. Dr. Jones, come up now. Genau, so, jetzt haben wir hier erstmal größtenteils alles erledigt. Jetzt gehen wir mal zurück zum Dorf, wo ich nämlich die Hälfte vergessen habe. Können wir nicht den Riesen noch schnell erschrecken? Ja, ich habe das Sousaphon noch nicht, oder Sousaphon. Ach so, das bekommen wir danach erst irgendwann. Ja, ich muss jetzt erstmal zurück zum Dorf. Jo. Dr. Jones kriegen wir auch nicht so einfach aus einem Loch. Das geht. Okay. Wir sehen, es ist ein sehr lochbasiertes Spiel. So, der Krämer ist wieder da. Immer noch. An seinem Ententeich. Quark. 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 So, genau. Ach, da unten. Da liegt ja ein Seil. Beim Schmied, das habe ich vergessen. Convenient. Seile braucht man immer. Dieses alte Ding wird niemand vermissen. Jo. So, wo war jetzt nochmal das Haus von der Druide? Neben diesen komischen zweiköpfigen Händler? Okay, jetzt sind wir hier wieder beim ganz am Anfang. Hatten wir, glaube ich, das Zauberbuch her. Also ganz am Anfang ist ein bisschen zu weit am Anfang.
Genau, und jetzt sind wir wieder hier bei Calypso im Haus. Gibt's da vielleicht inzwischen was? Oder ist das nicht so ein Scheiß, dass Hotspots erst nacheinander zeitlich freigeschaltet werden, wie in anderen schlimmen Spielen? Nein, werden sie nicht. Da kann man überall gleich. Das ist schön. Man kann nur einige Hotspots eben erst etwas später erreichen. Na, das ist ja vollkommen okay. Ach, was für ein angenehmes Spieldesign. So, sind wir beim betrunkenen Druiden. Das war ja die Kneipe. Und jetzt sind wir beim Shop. Gesundheit. Danke, danke. Entschuldigung. Wo war denn jetzt nochmal das Haus vom Druiden? Irgendwo da in der Nähe. Nee, hier ist der Ausgang. Ja, ich weiß, ihr wärt in 2 Nanosekunden da gewesen, aber ich brauche hier etwas länger. Gibt's da keine Karte? Das ist da nicht auf unserer Karte drauf? Ich meine, die Karte ist ja mehr so eine Verhältniskarte, was grundsätzlich wo ist und nicht eine exakte, was, wie ich wohin komme, aber... Vielleicht gibt es ja das Haus des Druiden als Hotspot. Nee, leider nicht. Da kann man nur auf Dorf klicken und dann ist man halt im Dorf und von da muss man sich wieder neu orientieren. Na, immer noch halbwegs convenient, aber... Es gibt halt nicht jeden Scheiß als Hotspot. Also ist vielleicht auch besser so. Dann gehen wir mal hier durch den linken Durchgang. Typischer Effekt bei Point-and-Click-Adventure. Na, latscht sich die Hacken wund. Ah, hier ist es genau. Beim Wagenrad. Und, obwohl das Spiel, glaube ich, jünger ist als Monkey Island 2, gibt es noch keine ineinander übergehende Musik, sondern mit jedem Bildschirm wechselt brav, bam, das WAV-File. Genau, da oben ist ein Spezienglas, das brauche ich nämlich noch. Nimm Spezienglas. Ein Glas, in das man Spezies hineinpacken kann. Ich finde dieses Blinkgeräusch sehr aufbauend, wenn man was Relevantes erkannt oder mitgenommen hat. So, jetzt können wir nämlich... Jetzt können wir wieder zum Sumpf. Benutze Karte. Das Geräusch hat sowas schön Bestätigendes. Okay, Sumpf geht so nicht. Das geht so nicht. Wir müssen mal zum Zentrum des Waldes. Boah, wo sind wir da lang gelatscht? Ich glaube nach oben rechts, ne? Boah. Ich kann mir nicht 20 Bildschirme auf 5 Kreuzungen merken, also... Nicht! Nein, da hört's bei mir auf. Du hast doch ein Gehirn so groß wie ein Planet. Ja, das stimmt auch. Das habe ich dir auch neulich mit der Telefonnummer nachgewiesen. Ja. Aber bei 10 Bildschirmen zu 5 Kreuzungen, welche wohin führt, das ist zumindest beim zweiten Mal noch ein bisschen überfordert. So, ich habe es auch so gefunden. Schön. So, öffne Tür von diesem... Ja, Baumhaus nenne ich es mal. Diesem Haus in dem Baum. Ach so. Ich klopfe besser vorher. Jo, das Hütte. Bitte kein Sprachfehler, bitte kein Sprachfehler, bitte kein Sprachfehler. Da ist jetzt ein kleines grünes Wesen, was so halb auf dem Tisch pennt. Bitte kein Sprachfehler, sieht aus wie bitte Lurch. Kein Sprachfehler. Da muss man durch als Lurch. Mach die Tür auf von innen. Nein, ich guck erstmal durchs Fenster. Mach die Tür auf und steckt jetzt hinter der Tür. Hallo? Jemand zu Hause? Hallo? Ich mich freuen, dass jemand kommen mich besuchen. Und es klingt noch nicht mal wie Yoda, sondern wie Jar Jar Banks. Ich glaube, ich habe mich in der Tür geirrt. Hier stinkt's wirklich übel drin. Bist du sowas wie der schwarze Mann? Hier stinkt's wirklich übel. Hier stinkt's wirklich übel drin. Es riecht. Ich nichts riechen kann, bis auf köstlichen Sumpfling-Sumpfsuppe. Köstlich? Das ist ekelerregend. Lass mich raus, bevor ich mich übergebe. Aber eine sehr schöne Alliteration. Sumpfling-Sumpfsuppe. Su. Ich gedenk, du sei mein erster Geburtstagsfreund. Ich gedenk, du gekommen, um mit mir zu spielen. Niemand besucht Sumpfling mehr. Oh, jetzt weine auch nicht. Ich bin noch da. Ich würde auch eher in eine Jauchegrube springen. Ich würde ja gerne bleiben und schwatzen, aber ich bin in einer mächtigen Mission unterwegs. Du hast Geburtstag? Fragen wir doch mal nach dem Geburtstag. Du
hast Geburtstag? Ich habe! Niemand ist bis jetzt hergekommen. Ich verbrachte Jahre damit, Sumpfsuppe zu machen. Ich gespart mein Geld für Partyhüte und Kuchen. Ich alle meine besten Freunde eingeladen. Sie müssen hier sein, bald. Ich wusste nicht, dass du Geburtstag hast. Eigentlich eher schon 2 Wochen her. Deine Verspätung ist aber nicht schlimm. Die anderen es auch sind. Mir gefallen dein Kostüm. Mach dir keine Sorgen. Ich bin hier, um zu feiern. Sitzen, sitzen! Ich gebracht Geburtstagssuppe. So, er sitzt sich jetzt in so einem kleinen Holztisch. Mhm. Der Sumpfling schnappt sich eine Schüssel. Im Hintergrund ist ein Kamin. Und mit einem Topf drüber. Sumpfling, Sumpfsuppe. Warte! Damit bin ich nicht einverstanden. Freund! Ich gebe meinen Freund spezielle Sumpfsuppe. Uraltes und geheimes Rezept, das von Sumpfling zu Sumpfling über Generationen weitergereicht wird. Ist wohl besser so, dass es geheim bleibt. Oh, das kann ich nicht essen. Ich werde sterben. Das ist dieses... Was ist in diesem Zeug drin? Ich habe gerade gegessen. Tut mir leid. Okay, dann wollen wir mal sehen. Frag doch mal, was drin ist. Was ist in diesem Zeug denn drin? Uraltes, geheimes Rezept kann geheime Zutaten nicht verraten, bis auf eine. Sumpfschlamm, sein sehr wichtig. Schlamm? Und das soll ich essen? Oh, ho, 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 ho. Niemand mag Sumpflingskochkünste mehr. Stunden nicht gebraucht, um zu kochen. Jetzt muss er alles wegschmeißen. Niemand kommt zum Essen mehr. Na, dann wirkst du dir halt rein. Wenn es dich glücklich macht, dann esse, genau. Ich, esse ich ein wenig. Wenn es dich glücklich macht. Schön, schmeiß es nicht weg, ich hätte Lust darauf. Wenn es dich, glücklich macht, esse ich ein wenig. Super! Diese Suppe mir gut gelungen. Die Holzläuse es machen schmackhafter. Ich wünschte, das würde jetzt dir passieren. Sagt er jetzt durch die vierte Wand. Ich wünschte, das würde jetzt dir passieren. So, er nimmt einen Löffel. Wunderschön! Noch einen Löffel. Mehr Freunde von mir jetzt da! Er kommt durch die Tür. Sam kotzt erstmal. Ich hoffe, es schmecken. Genug dafür, Freund! So, der schnappt sich das wieder. Und füllt es wieder auf. Bitte hab Gnade. Fühl mich nicht mehr, danke. Ich bin voll. Es war köstlich, aber ich muss jetzt gehen. Okay, noch eine Schüssel. Danke, ich bin voll. Fühl mich nicht mehr, danke. Ich bin voll. Iss auf. Ist gut für dich. Oh nein. So, und jetzt haben wir das Glas, nämlich Spezialglas mit Super benutzen oder Spezienglas. Und füllen das Ganze um. Geräusche, die man nicht hören möchte. So, der Sumpfling kommt ich an. Ich hoffe, es schmecken. Genug dafür, Freund. Schnappt sich die Schüssel. Füllt wieder auf. Bitte, hab Gnade. Iss auf. Ist gut für dich. Oh nein. Haben wir noch ein Behältnis, in das wir es umfüllen können? Achso, das haben wir schon. Verzehre Sumpfsuppe. Nicht schon wieder! Doch. Doch. Lustig wäre es, wenn man das doch nochmal extra anklicken muss. So, er isst jetzt halt die Sumpfsuppe und kotzt sie auf den Boden. Du fertig? So. Oh. So, er zeigt auf die Tür, schnappt sich einen Kescher und einen Eimer, setzt sich einen Regenhut auf. Bleib hier! Ich komme bald zurück! Gott sei Dank muss ich von dem Zeug nichts mehr runterwürgen. So, jetzt also zur Beschreibung. Ja, das ist einfach nur ein großer, ausgehöhlter Baumstamm. Hinten ist ja ein Kamin mit einem Kessel drüber. Es sind ein paar Gläser auf Pilzen hier im Hintergrund zu sehen. Vorne ist eine Kiste. Subtopf, schau an.
Suppentopf. Und ein paar Kerzen sind hier noch zu sehen, die so vor sich hin tropfen. Das ist der leere Suppentopf, in dem der Sumpfling seine Suppe kocht. So, und hier vor dem Tisch, an dem wir halt saßen auf so einem Hocker, ist halt eine kleine Kiste auf dem Boden. Die schieben wir mal beiseite. Öffne Falltür. Und da ist eine Leiter drunter. Na, da machen wir uns auch mal rein und schleichen uns davon. Genau, also jetzt sind wir quasi unter dem Baum und können einen Steg lang, aber mir fällt gerade was ein. Wir müssen doch nochmal was mitnehmen. Dieses Brett ist lose. Genau, da kann er nicht rüber, sonst würde er im Sumpf landen. Das müssen wir festnageln. Um das festnageln zu können, brauchen wir aber erstmal Hammer und einen Nagel. Und das können wir uns erst kaufen, wenn wir Geld haben. Und Geld kriegen wir erst, wenn wir bei den Zwergen waren. Bei den Zwergen kommen wir aber erst rein, wenn wir was vom Bienenstock geholt haben. Und beim Bienenstock, wie wir da jetzt nochmal rankommen, habe ich vergessen. Aha. So, das heißt, da muss ich erstmal überlegen. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal so raus. Waren wir überhaupt schon beim Bienenstock? Ja, den habe ich gesehen, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie wir da rankommen. Ach so. So, jetzt müssen wir eigentlich... gehen wir erstmal wieder zurück. Wir müssen zum Hexenhaus. Mhm. Knusper, Knuss. Wer knabbert an mein Huschen? So, ein Hexenhaus, oder? Ja, genau. Weißt du noch, wo der Barbar war? Irgendwo da in der Nähe muss das. Der ist doch inzwischen sowieso weggerannt, weil der Troll ihn gerufen hat, dämlich wie er war. Hm. Setzt er sich danach wieder auf seinen Baumstumpf zurück? Nee. Ja, dann ist er sowieso woanders. Ah, das ist Dr. Jones. Genau, dann können wir erstmal mit dem Loch reden. Machen wir erstmal das da. Rede mit Loch. Herr Dr. Jones? Was gibt es denn jetzt schon wieder? Nichts. Also, störst die Fossilien. Man konnte ihm doch sagen, dass da... Da steht, Vorsicht, paläontologische Ausgrabungen. Mist. Dr. Jones ist übrigens Archäologe und nicht Paläontologe. Das ist ein wichtiger Unterschied. Warte mal, ich gehe nochmal kurz zu der Drachen, zu dem Metalldetektor. Das müsste hier irgendwie beim schlafenden Riesen sein. Jo. Eins zurück. Genau. Benutze Metalldetektor. Ich habe das Milrit schon gefunden. Mhm. Ach, wir müssen jetzt, okay, ja. Das müssen wir jetzt dem Typen hier sagen. Oh Gott. Ach, da was wollte. Dem Axtmenschen. Nee, nicht. Nee, das war falsch. Dem Holzfäller. Nicht Zentrum des Waldes, sondern Baum der Eule. Und danach links weg oder so? Ah, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls dem depressiven Holzfäller. Genau, dem müssen wir noch Bescheid sagen, dass wir das halt gefunden haben. Ich glaube, dann kapiert er das erst. Oh ja, das war diese Fünferkreuzung. Oh Gott. Oben links. Nee, das ist bei Dr. Jones. Merkt ihr das mal? Oben links ist Dr. Jones. Okay. Bei der Eule, genau. Quatsch. Oben links, oben rechts. Mann, sorry, oben rechts. Das ist der Falsche, dem müssen wir irgendwie sein Instrument noch klauen. Es ist unmöglich, hier bleibe ich keine Sekunde länger. Witzig. So, war das hier unten? Ja, genau, da war der Stein. Quatsch, der Barbar. Und da war es... Nee, wir sind wieder bei der Eule, das war falsch. Dann war das
wieder zurück. Wo war der Barbar? Oben rechts. Links aus dem Bild. Hier, wir müssen noch mal zu den Mahagoni-Dingern da. Zu dem Holzstamm mit den Holzwürmern. Vielleicht hilft uns da ja der Holzfäller dann auch genau, wenn sie wieder welches schlagen kann. Okay, na genau hier. Ich glaube, hier waren wir nämlich noch nicht unten. Nee, da sind wir wieder, ich glaube, in der gleichen Richtung raus. Genau, ja, genau. Hier kommt nämlich ein Wolf jetzt an, guckt blöd und rennt wieder in den Wald. Da waren wir nämlich noch nicht. Der Waldwolf. Der listige Lurch sucht die Deckung des Waldes. Der tückische Hund? Ja, genau, da ist das Hexenhaus. Ein Brunnen mit einem... Genau, da war gerade ein Rabe. Der hat sich kurz hingesetzt, hat einmal gekrächzt und ist wieder runter. Weg. So, benutze Brunnen. Mit was? Schau an, Brunnen. Das geht. Es ist ein sehr tiefer Brunnen. Was? Griff, genau. Bewege. Kurbel. Griff. Schau an, einmal mit Wasser. Den nehmen wir natürlich. Den brauchen wir auch gleich für den Dorfdeppen. Genau. So. Jetzt gehen wir aber erstmal hier öffne Tür von der etwas eingefallenen Hütte. Wie wir am Pling hören. Ich klopfe besser vorher an. Ich würde nicht zu stark klopfen. Keiner zu Hause. Na dann mach auf das Ding. Öffne Tür. Ich habe ein schlechtes Gefühl. So. Ja. Jetzt sind wir drin, das ist auf dem... Das ist ein großer Raum. Da ist ein Regal mit ein paar Schrumpfköpfen, ein paar Büchern, einem Besen, einer großen Kiste, ein paar Kürbissen, einem Spinnrad, also Drehrad, einem Bett, einer Mulle, eine schwarze Katze, schau an, schwarze Katze vor einem Kamin, auf dem Fell. Und da ist noch ein Tisch mit einem Krug und noch einem Kürbis. Die Katze weiß, was gut ist. Ich das Gefühl, die hat kein Glück. Die Hexe. Nee, die Katze. Ach so. Schau an, Kessel. Es ist voll mit stinkendem grünen Zeug. Ich glaube, den Besen können wir nicht nehmen. Ich frage mich, ob das die aus Dornröschen ist. So, jetzt können wir den Besen... Ach so, wegen Spinnrad. Hm? Das ist die Multifunktionshexe. Oh, Tür geht zu. Meine Güte. Und eine Hexe erscheint. Oh, meine Güte! Hat dir noch nie jemand gesagt, dass man eine Hexe nicht bestiehlt? Ich bin ein Zauberer, ich bestehle, wen ich will. Nein, Gnädigste, tut mir leid, Gnädigste. Ich habe es mir nur ausgeliehen. Entschuldigen Sie, ich muss meinen Zug noch kriegen. Ich bin Zauberer. Ich bin ein Zauberer. Ich bestehle, wen ich will. Oh ja? Jawohl. Oh ja? Ja. Du willst wohl mit mir kämpfen, was? Dass ich dieselbe Stimme wie der Sumpfling? Ein Zauberer-Duell! Ja. Okay, ich bin dabei. Worum kämpfen wir? Ich würde dir kein Geld abnehmen wollen. Kämpfen widerspricht völlig meinen Prinzipien. Worum kämpfen wir? Worum kämpfen wir? Mein Besenstiel gegen dein Leben! Bist du sicher, dass diese Bedingungen fair sind? Willst dich wohl herausmogeln, was? Ich kneifen? Ich glaub nicht. Los geht's. Ich hab keine Angst vor dir. Alte Schrulle, pass auf. Wack, 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 wack. Und absolut, ich liebe mein Leben. Wack, wack, wack. Genau. Typisch Zauberer. Jetzt raus hier, bevor ich dir wahre Magie zeige. Ja, gnä, Frau. Ja, das ist auch ganz gut so, weil wir haben nämlich noch keine Zaubersprüche. Puh, das war knapp.